Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Lange, lange ist es her und wir werden auch gleich mal einen saisonalen Helden erstellen. Denn wir spielen, das kann ich noch schnell vorher zeigen, das Getriebe des Schreckens. Wir bekommen bei Set 2 4 Sekunden lang Schwung für 20 Sekunden, ist stapelbar auf 20 Sekunden. Also, ich bekomme, wenn ich mit meiner Primärfähigkeit treffe, 4 Sekunden lang Schwung. Das Ganze lässt sich auf 20 Sekunden stapeln und meine Primärfähigkeiten verursachen pro Sekunde, die ich habe, 10% mehr Schaden. Dann, bei Set 4 feuern meine Sperrfeuerschüsse auch gleichzeitig meine zuletzt benutzte Primärfähigkeit ab. Und ich erhalte während und 5 Sekunden nach Sperrfeuer 60% Schadensreduktion. Und solange wie Sperrfeuer aktiv ist, wird meine Bewegungsgeschwindigkeit für jede Sekunde von Schwung um 8% erhöht. Sprich, ich werde schneller, je mehr Schwung ich habe. Und dann zum Schluss verursacht meine Primärfähigkeiten 27,5% mehr Schaden. Und der Drache ist irgendwie cool. Erinnert mich an den Großvater von Rex, also den... Er nennt ihn Grams von Xenoblade 2. Wir wollen einen saisonalen Charakter. Und ihr werdet auch gleich sehen, dass ich schon ein wenig Gold habe, was zu meiner Verfügung steht. Das liegt daran, dass ich testweise schon mal einen anderen Charakter hatte und bis Level 10 gespielt habe. Deswegen haben wir in unserem Inventar 7000 Gold und 3 Blutsplitter. Aber das Erste, was ich mache, ist den Templer mitnehmen. Und dann hätte ich gerne ein paar Waffen. Ja, dafür brauche ich ja keinen Stopp. Okay, also da wird... Das wird nichts. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. So, die kann ich schon mal mitnehmen. Ja, nicht. Ja, Sollte schon cool, das kennen wir. Und dann würde ich gerne in Akt 3 in die Ruinen von Sescheron. Wir schon mal Kanais würfeln wollen. Und eventuell bessere Ausrüstung. Ja, wieso ist das so lange her? Baal ist in Sescheron eingefahren. Angefangen hat das Ganze damit, dass ich bei Diablo nicht mehr hinterherkam und mit Arbeitsprobleme hatte, da ich auch schon ersten Jahres in einem anderen Betrieb angefangen habe zu arbeiten. Ich hätte nie. War das dann alles? Dann kam es, dass ich nun doch endlich Corona hatte. Wie befriedigend. Und dadurch nicht aufnehmen konnte. Dann war meine Stimme weg. Für bestimmt 3 Wochen. Wo ich auch nicht wirklich aufnehmen konnte, weil die ersten 2 Wochen hatte ich nicht ohne Ende. Danach hatte ich. Kann man noch die Schwierigkeit erhöhen um einen Punkt. Danach hatte ich dann. Ich hätte keine Stimme, musste mich nochmal mit dem Handschreiben machen. Das würde ich gar nicht mehr gehen, mit Stimme zu schießen. Und vielleicht reduziere ich die Stufe doch nochmal, zumindest solange ich keine Ausrüstung habe. Wäre vielleicht ganz gut. Ja. Euch gebührt Ehre. Und danach konnte ich mich bei meinem Diablo-Account interessanterweise nicht einmal mehr einloggen. Was sehr merkwürdig war. Normalerweise sollte man, wenn man bei Diablo sein Passwort zurücksetzen möchte, zumindest oder bei Blizzard, dann bekommt man eine E-Mail, welche einem sagt, hier, das und das ist dein Kennwort, gib das ein und dann kannst du dein Passwort zurücksetzen. Das habe ich probiert und das hat nicht funktioniert. Mit keinem Passwort, was ich mir für Diablo gemerkt habe. Und dann habe ich den Support angeschrieben. Die wollten halt ein paar Daten über meinen Account wissen. Halt die E-Mail-Adresse, zu welchem Zeitpunkt wurde der Account erstellt,
wann wurden gewisse Spiele gekauft und so weiter. Problem ist, diese Daten hat alle mein Vater, weil er mir zu meinem 16. Geburtstag Diablo 3 geholt hat. Problem an der ganzen Sache ist nur, diese Daten hat er wahrscheinlich nicht mehr, weil es halt schon zu lange her ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mir einen neuen Account zu machen. Und nun noch einmal die der älteste Kanai war der beste von uns. Sanctuaries wird erfüllt. Natürlich kenne ich vieles schon. Aber. Was für Helden gibt es im Game? Das nervt. Aber eine Bekannte von mir spielt auch momentan Diablo und sammelt die ganzen Achievements, also hier diese Erfolge. Und bis auf Koop-Modus würde ich sogar eigentlich alles haben wollen. Und Koop-Modus kann man vielleicht später sogar mit den Zuschauern machen, also mit euch, wenn das Ganze dann mal zu einem Stream-Projekt wird. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, hole ich mir das Spiel noch einmal neu. Und da finde ich auch die Entwickler noch einmal. Auch wenn ich bin nur ein Nachgeschickter. Aber nun gut. Nun ist es so, ich kann die Welt noch einmal erkunden, kann die Spielreise trotzdem fortführen. Und kann mir mein Getriebe erschrecken. Bekomme ich hier eigentlich auch wieder. Ja, auf Eroberer bekomme ich wieder ein Beutefach. Das ist sehr gut. Wer darf ja auch in der letzten Season unser Ziel. Zumindest wird das unser Ziel in jeder Season sein. Jetzt werde ich noch 2 Folgen machen können, weil dann muss ich auf Arbeit. Ja, auch wenn ihr oben seht, bald ist Mitternacht. Montags muss ich Mitternacht auf Arbeit. Halt so. Muss ich durch. Kein Problem. Und jetzt geht es mal wieder daran, wenn wir sie nicht mehr erreichen. Ja, und was das Achievement Hunting angeht, das soll halt, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe, dann ein Livestream-Projekt werden, wo man dann halt beispielsweise die Diablo auf Frage antwortet, so Q&A noch machen kann. Hier ist der Frage, ich beantworte die hier, weil nebenbei mit irgendwem zu quatschen ist immer gut. Hallo, Abteilhasio. Hilfe! Befreit mich bitte aus diesem elendigen Käfig! Grüße! Ich bin Abt Al-Hazir. Habt ihr vielleicht schon von mir gehört? Und meinem Nun Verschwinden? Ja, ich wurde aber schon... ihr, mein Herr. Eine ruhmreiche Entwicklung. Wartet. Ihr wollt mich doch nicht wirklich hier zurücklassen. Doch, ich werde mit euch gehen. Hier oben geht's nicht weiter. Das beunruhigt mich. Eventuell komme ich hier durch.
Ich werde es sinnvoll einsetzen. Sescharon, die einst so prächtige Hauptstadt der gesamten Zivilisation der Barbaren. An jedem Stein lässt sich die Geschichte ihres gewaltsamen Niedergangs ablesen. Diese Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. Und dennoch werden wir obsiegen, werter Tempelfreund. Comic, wenn ich mich nicht irre. Was für eine monströse Kreatur! Aber das kommt dann später im Livestream. Wenn es die ganzen schwierigen Erfolge dann irgendwann mal. Falls es überhaupt bei Diablo sein wird. Ich fühle mich stärker. Das Achievement Hunting, was die Livestreams angeht, auch auf anderen, in anderen Spielen noch. Ich kehre in die Stadt zurück. Braucht neue Waffen. Endlich in Sicherheit. Ihr habt nicht nur meinen ewigen Dank für meine Rettung, okay, sondern auch den Waffen der Welt im Ganzen. Alles schließen und Armbrust. Kann ich nicht machen, ob ich das. Jetzt halt die Frage. Okay, die wäre besser. Wieder zurück und weiter geht's. Das Sanktum der Ältesten. Genau das, wo ich hin wollte. Wir haben Baal und... Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ja, Heilung ist gerade aus. Thank you.
lebt er noch. Ich benötige Hilfe. Ich habe nicht genug Hass. Ich verliere Kraft. Nicht genug Hass. Ja, werft mich halt noch weiter Richtung Treppe zurück. Ja, komm mal dran, Krieger. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ich bin verwundet. Ich fühle mich gestärkt. Ich verliere Kraft. Das kann ich leider nicht tun. Und wieder tot. Alle tot. Hier kann ich jetzt noch durch dringender Pfeil und hier Wucht auflegen. Blute abschauen. Nicht genug Hass. Lass mich alle einfach durch. Stimmt genug, dass hier so viele Pfeile lauern. Schneller.
hier irgendwo müsste ich hin müssen. Genau, hier ist das Loch in der Wand. Kanai, gib mir deinen Würfel. Kanai? Ich kehre in die Stadt. Der Würfel wurde von meinem... Und damit werde ich die erste Folge beenden, auch wenn das jetzt nur 20 Minuten sind. Keine Sorge, wir werden bald wieder auf die 30 hochgehen. So viel steht fest, aber ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.